Hallo Leute, heute kommt meine Futterroutine. Also die von meinen Tieren. Ja, erstmal im Vorhinein. Buffys Futterroutine kommt nicht, da sie schon was bekommen hat, als ich in der Schule war. Und das reicht ja auch, weil... das halt auch genug ist für die. Und die will halt auch nichts mehr. So eine richtige Diva, also... Ja. Genau. Heute kriegen meine Tiere Apfel, rote Beete. Bei mir variiert es immer, also ich gucke immer. Dann Mandarine und Gurke. Und Kräuter. Ja. Genau. Also als erstes mache ich die Gurke, also für meinen Hamster und für die Meerschweinchen mache ich jetzt dieses Tierfutter-Routine-Ding. Ja, also für die Meerschweinchen mache ich so dicke Stückchen ab und für den Hamster, der bekommt dieses Stück einmal in der Hälfte durchgeschnitten. Da kriegt er das in seine Muschel hier rein. Paprika, sein Leibgericht, also sein Lieblingsgericht, ist heute nicht dabei, da die das gestern und vorgestern bekommen haben. Und ja, Paprika bekommen die sonst auch immer von mir eigentlich. Aber ja, so, dann bei der Orange, Nektarine, nee, Orange. Wir haben jetzt Bio-Orangen. Okay, macht keinen Sinn. Ah ja. und ja, die schäle ich dann einfach. Also die kriegen das auch nicht jeden Tag, die kriegen das vielleicht dreimal in der Woche oder so. Also etwas Süßes kriegen die dreimal in der Woche. So, hier, Mandarine. Und das ist auch wirklich so eine kleine. Und dann kriegen die, also die sind ohne Kerne, vier Stückchen Mandarine. Hier. Oder nein, die kriegen jetzt... Nee, die kriegen zwei Stücke. Und... das kriegen die dann auch noch rein. Aber denen gebe ich das so, damit auch wirklich jeder ein Stück bekommt. Dann kriegt mein Hamster ein Mandarinenstückchen. Da, Gurke und Mandarine ist im Moment darin. Und das Restchen kann ich selber essen. Ja, wirklich nur so. Klar gewesen. Ihr habt ja gesehen, also. Also das für die Meerschweinchen. Das für den Hamster. Dann schneide ich mal die rote Beete durch. Au. ja, rote Beete. Die haben wir. Schön blutig. Ach Gott. Leute. Oh mein Gott. Es blutet. Ja, lol. Lol. Oh mein Gott. So. Rote Beete? Ja, ich glaube, ich versuche nur das Brett. So. Salat haben die auch gestern bekommen. Also, Salat kriegen die sonst auch von mir. Und ich mache einfach mal ein paar Futterroutinen, damit ihr sozusagen fast alles kennt, was ich denen fütter. So, rote Beete. Yum, yum, yum. Kriegen die. Und ihr... seid genau vor den Pfeffernasen, die sich hier gerade voll aufplüpsen, weil die wissen, dass es Futter gibt. Ja, genau. Ich habe, solange wie die hier waren, noch nicht rote Beete verfüttert. Aber wir haben das jetzt mal gekauft. Und ich probiere jetzt auch mal ein Stück hiervon. Ja, schmeckt ganz gut. Ja.
Naja, ist nicht mein Lieblingsgericht. Rote Beete ist schwer zu schneiden. Teddy bekommt davon auch noch ein bisschen immer von der Mitte. So. Kriegen die Meerschweinchen hier? So. Dann schneide ich dem hiervon. Ich muss ab. Mama, ich nehme auf, ne? So, und das hier ist. Und dann ist es so groß. Das hier ist für den Teddy. Oh, ich habe keine Finger, du musst unbedingt waschen. Ja. Nee, die bloß nicht ab. Ja, mache ich jetzt. Für die Schnurrbärchen. Mhm. Habe ich schon. Mhm. Sorry. Ja. Das ist jetzt für die. Und alles für den Hamster. Für die Meerschweinchen. Schneide ich noch hier das Stücki. Stücki. Stückchen. Meine Hände sehen geil aus, ne? So, das kriegen wir auch. Und Buffy ist ja auch. Mehr. Mehr. Wie sieht sie? Platz. 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 Ja. Das ist Buffy. Und ich glaube, ich tue das jetzt mal in den Käfig rein. Damit. Nee, warte mal, warte mal. Das mal frei ist. Oder auch nicht. Ja, so dann. Kriegen die auch noch Apfel. Und zwar schneide ich den hier so eine Hälfte ab. So. Mache ich da wie so einen Schiebschnitt. So. Ja, gut, hab's jetzt nicht geschafft, aber. So. Ich schneide gerade sehr toll, ne? So, jetzt haben wir hier die Äpfelstücke. Und erstmal für die Meris. Für die Meris. So. Meris. Kriegen. Auch. So. 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 Meerschweinchen. Oh. Und dann kriegt Teddy noch. Hat mir fast auf der Hand genommen. Das Stück, die beiden Stückchen Äpfel. Apfel. So, jetzt ist hier drin rote Beete. Rote Beete, Mandarine, Gurke, Apfel. Und das gleiche haben die hier auch nur in größer, in mehr. So, dann haben wir hier einmal für den Teddy. Was so eine. So ein Zeug. So ein Gewächs. Das buch dann auch noch hier rein. Dann der Seele, glaube ich, ist das. Da. Da kriegt er die beiden hiervon. Das hier. So, Teddys Futter ist fertig. Und dann kriegen wir Schweinchen den Stab hier. Ja, das hier lege ich den dann einfach so da rein, dann könnt ihr das nämlich nehmen. So, dann mache ich jetzt, dann zeige ich euch jetzt, wie ich dir das gebe oder das Stück erst gebe. Ja, bis gleich. So, Leute. Jetzt steht ihr im Käfig drin, oder was sagt man? Slow. Okay. Hier ist die Platte mit dem Futter. Und dann schüppe ich das einfach mal so hier so drauf. Hahaha. Ta-ta-ta-ta. Und ich muss jetzt gleich selber machen. Yeah. Und. Ja, dann lege ich das erstmal hier wieder drauf. So. Na, ihr Monster. Die haben gerade keinen Bock, hier hinzukommen, die Monster. Aber egal. Fräschen! Guck mal. Yum, yum. Yum, yum. Prinzessin, du musst nicht quietschen. Du musst essen, da. Schau mal. Ihr seht ein Prinzessin-Popo. Eine schissige Prinzessin ist ein Monster. Oh.
sagen. Nein, ich bringe sie gerade nicht um. So, jetzt hat die Cookie sich erbarmen lassen. Hat natürlich keinen Bock. Und denkt sich, was ist das? Was ist das für ein Teil? Ich sehe ein Meerschweinchen. Und ich denke, ich fress mich mal rund. Ihr seht jetzt fressende Meerschweinchen. Ich bleib so, wie ich bin. Oh, das sieht gerade so süß aus. Ja. Eine Minute fressende Meerschweinchen und dann ist Teddy dran. Prinzessin frisst sich rund am dem Zeug und die Cookie kriegt gar nichts, ne? Hier, Cookie. Okay, Cookie mag das auch nicht so gerne. Also nicht so übelst gerne. Meine Hand sieht so schräg aus, ne? Den macht das auch nichts. Und wenn ich sie berühre, haben die Schiss. Ja. Aber Cookie hat Hunger, deswegen will sie sich dann doch lieber begeben in die Gefahrenzone. Und mein Meerschweinchen, die Prinzessin, ist gerade voll bei euch und ja. Genau. Die Schisser haben jetzt erstmal voll den Cheese und haben keine Lust mehr, bei euch zu zeigen, wie süß sie beim Fressen sind und sind doof geworden. Naja, okay. Dann gehen wir zu Teddy über. So, der kleine Schlingel ist natürlich jetzt nicht wach. Obwohl er eigentlich schon wach sein könnte. Tut mir leid. So, ich schiebe das nämlich immer hier so rein. So, was wollte ich dazu sagen? Lalalala. Ja. So, einen fressenden Teddy seht ihr jetzt leider nicht. Aber naja, ist doch auch okay, oder? So, das kriegen meine Tiere heute. Meine Hand sieht schräg aus. Monster. Aber naja, ich werde sie jetzt versuchen zu waschen. Ich hoffe, es geht. Und dann ciao, bis denne.